Heiße US-Sanktionen gegen Gazprom im Gespräch. Es könnte kühl werden in Europa. Hallo und privet aus Kaliningrad. Die Gegner des Gazprom-Projektes Nord Stream 2 hoffen immer noch auf den Endsieg. Früher wurden Wunderwaffen eingesetzt, um den Durchhaltewillen der Germanen zu stärken. Heute führt man Wundersanktionen an die Gasfront. Allen ist bekannt, dass die Firma Gazprom den Bau der Nord Stream 2 organisiert und koordiniert und letztendlich auch Gas durch diese Leitung Richtung Deutschland sendet. Die russische Firma unternimmt alles, damit diese Leitung auch in Nutzung überführt wird. Damit verstößt die russische Firma gegen die amerikanischen Sanktionen, die, kurz zusammengefasst und vereinfacht dargestellt, allen Firmen und Personen dieser Welt verbietet, an diesem Projekt mitzuarbeiten oder mitzudenken. Da also die Gazprom gegen die Sanktionen verstößt, muss sie bestraft werden. Sie wird mit Sanktionen belegt, also mit sogenannten verzinsten Sanktionen, denn Sanktionen gegen die Gasleitung gibt es ja bereits. Mal kurz eine Frage an Sie. Meine lieben Zuschauer, schauen Sie eigentlich noch durch bei den ganzen Sanktionen, die verhängt worden sind? Ich gebe es ehrlich zu, ich habe den Überblick verloren. Als man in der russischen Staatsduma erfuhr, dass die USA die Sanktionen gegen Gazprom mit Zinssanktionen belegen wollen, begann man laut und ziemlich nüchtern zu denken. Als ich die Gedanken der Duma-Abgeordneten las, rauschten eine Unmenge wildester Gedanken durch meinen Kopf. Denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass es die Amerikaner wagen werden, in der ganzen Welt das Eigentum von Gazprom zu beschlagnahmen. Aber genau das sagen die russischen Abgeordneten voraus. Vorausgesagt wird durch Michael Deljagin, dass überall dort, wo die USA Zugriff haben, die Gazprom-Strukturen de facto enteignet und unter externe Verwaltung, sprich US-Verwaltung, gestellt werden. Sollte dies geschehen, wird es eine neue Gaskrise in Europa geben. Um die Sanktionen gegen Gazprom totaler zu gestalten, arbeitet das amerikanische Finanzministerium mit dem Kongress zusammen. Wir warten jetzt auf die nächste Sitzung des amerikanischen Kongresses, wo der stellvertretende Minister für Finanzen, Adewale Adeyemo, Entschuldigung, ich habe den Namen mit Sicherheit verkehrt ausgesprochen, die Frage in den Saal ruft: Wollt ihr die totalen Sanktionen? Wollt ihr die Sanktionen so total, wie sie totaler nicht sein könnten? Und der Kongress wird sich tosend erheben und rufen. Was rufen denn die Amerikaner eigentlich in so einem Fall? Heil? Ja, wahrscheinlich nicht. Oder? Dem Herrn stellvertretenden Minister, US-Minister, wurde die Frage gestellt, ob denn Gazprom wirklich gegen Sanktionen verstoße. Der Minister tat so, als habe er die Frage nicht gehört und ließ sie unbeantwortet. Dafür antwortete ein Abgeordneter in der russischen Staatsduma und meinte, dass es die Amerikaner überhaupt nicht interessiert, ob jemand gegen irgendetwas verstoßen habe. Wenn ein Grund benötigt wird, um jemanden zu bestrafen, so haben die Amerikaner bisher immer einen Grund gefunden. Und wenn nicht, dann haben sie sich einen ausgedacht. Der russische Abgeordnete hatte überhaupt keine Zweifel, dass die Amerikaner völlig bedenkenlos die Konten von Gazprom überall im Ausland beschlagnahmen. Oder beschlagnahmen lassen.
Auch vor anderen Aktiva werden die Amerikaner keinen Halt machen. Ihr Ziel ist es, einen Konkurrenten zu erledigen. Und dafür setzen sie alle Mittel ein. Der russische Abgeordnete forderte von Gazprom, unverzüglich auf diese angekündigten Sanktionen der Amerikaner zu reagieren und ein Maximum an Aktiva aus dem Ausland nach Russland zu verlagern. Immobilien können natürlich nicht verlagert werden, aber man kann sie mit einem großen Preisabschlag verkaufen. Die Verluste werden natürlich riesig sein. Geld kann aber transferiert werden. Und dies sollte sofort geschehen. Es bleibt keine Zeit mehr, um lange zu überlegen oder zu beraten. Weiterhin scheinen die USA die Möglichkeit zu haben, Gaslieferungen Richtung Westeuropa zu beschlagnahmen. Wir wissen ja, dass das Gas, welches für Westeuropa bestimmt ist, im Transit durch die Ukraine und durch Polen läuft. Beide Länder werden sicherlich behilflich sein und den Gerichtsvollzieher imitieren. Steht dann die Frage, was die europäischen Länder machen, wenn kein Gas mehr ankommt? Weil die USA haben alles beschlagnahmen lassen. Weiterhin empfiehlt der russische Abgeordnete, sofort den Dollar als Bezahlwährung abzuschaffen und komplett auf den Rubel umzusteigen. Er wies darauf hin, dass jeder Dollar durch die USA kontrolliert wird und somit der Zugriff auf jeden Dollar möglich ist. Der Abgeordnete ließ in seiner Einschätzung auch keinen Zweifel aufkommen, dass das amerikanische Rechtssystem wirklich frei und unabhängig ist. Somit sollte man gar nicht auf den Gedanken kommen, dass eine externe Verwaltung des Gazprom-Eigentums wirklich korrekt durch die Amerikaner durchgeführt wird. Hört und liest man diese ganzen Darlegungen, so glaubt man, sich im Reich des Fantastischen, des Unmöglichen zu befinden. Aber wir befinden uns eigentlich nur im Reich der Amerikaner, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Deljagin, der russische Duma-Abgeordnete, brachte es auf den Punkt, als er meinte, dass die Amerikaner vor nichts und niemandem Halt machen. Selbst wenn jemand glaubt, der gesetzestreueste Bürger auf dieser Welt zu sein, der niemals auch nur einen Cent Steuern unterschlagen hat, der nie bei Rot über die Kreuzung gelaufen ist, der einfach immer und überall nur Vorbild war, das hilft ihm nicht. Wenn die USA meinen, dass es ihm zu gut geht und er einfach zu artig ist. Sie werden dem Mann, na, oder auch die Frau, Probleme organisieren. Einfach, weil sie nicht anders können. Der russische Abgeordnete erklärte auch die Psyche der amerikanischen Gerichte. Diese gehen davon aus, dass wenn eine staatliche Struktur, eine staatliche amerikanische Struktur, meint, dass jemand etwas Unrechtes getan hat, dass dem auch so ist und keine Zweifel daran bestehen. Somit bleibt dem Gericht nur noch das richtige Strafmaß zu finden. Zweifel an der Meinung der Regierung gibt es nicht im amerikanischen Rechtssystem. So die Meinung des Abgeordneten. Zum Schluss forderte der Abgeordnete dramatisch, dass Gazprom jetzt alles fallen lassen sollte und retten soll, was noch zu retten ist. Gazprom muss sich retten und seine Sicherheit gewährleisten. Und wenn Gazprom diesem Ratschlag folgt, dann könnte es kalt werden in Europa. Ziemlich kalt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Packhaus Kaliningrad.